Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ihr lest es wahrscheinlich schon im Titel. Und zwar, es gibt ein Perioden-Update. Und zwar, ich habe einfach meine Periode heute wiederbekommen. Nach über drei Jahren, beziehungsweise hat sie zwischendurch vor anderthalb Jahren einmal. Ja, that's the fact. Und Maria hat sie vor genau 29 Tagen auch das erste Mal nach tatsächlich wirklich komplett 3 Jahren bekommen. Und das bedeutet, dass wir jetzt beide sie einmal wiederbekommen. Das heißt, wir starten jetzt richtig harte Diät. Nein, Spaß! Und zwar wollte ich euch auch mal erzählen, was wir umgestellt haben und wie wir jetzt vor allem fortfahren werden. Da wir jetzt beide einmal das gehabt haben und ja, wie man jetzt halt vorgeht. Fakt ist, wir nehmen jetzt keine krassen Veränderungen vor oder eigentlich nicht wirklich Veränderungen eigentlich kommen. Weil, warum wir jetzt Veränderungen vornehmen? Weil einmal ist wie keinmal. Man sollte, ich glaube, ab 3 Monate wieder, also wenn man 3 Monate regelmäßig bekommt, oder so, ab dann oder sogar 6 Mal, erst dann ist man, ich sag mal, geheilt. Und deswegen einmal ist es nichts. Ja, und könnte Sachen umstellen, sage ich mal. Genau, erstmal kurz zu dem Thema, was wir verändert haben. Also erstmal, by the way, ich freue mich mega. Also ihr hättet meinen Blick auf der Toilette sehen müssen. Ich so, oh mein Gott. Also ja, es waren schon echt die Glücksgefühle. Ja, die Mädels, die regelmäßig ihre Periode bekommen, können das wahrscheinlich nicht verstehen. Aber ich denke mal, viele werden dieses Video schauen, die auch diese Probleme haben. Und ja, Leute, ihr werdet euch einfach freuen, wenn ihr soweit seid. Und wir hätten auch echt nicht gedacht, dass wir es schaffen. Man muss einfach wirklich dranbleiben und nicht aufgeben, weil, ja, aber damit hat sich mein Bauchgefühl bestätigt, dass wir wahrscheinlich keine Krankheit haben. Und ich meine, es ist so offensichtlich, welche Gründe es gab. Mhm. Ja, auf jeden Fall schaut am besten auch mal in die letzten Videos rein. Da haben wir auch so gesagt, was wir verändert haben. Wir machen jetzt mal das, was wir vom letzten Teil bis zu heute noch angepasst haben. Und zwar haben wir angefangen, goldene Milch zu nehmen. Das haben uns auch viele empfohlen. Und das nehmen wir jeden Morgen. Ich weiß gar nicht, einfach so ein kleiner Teelöffel. Und schotten das aber, weil das halt richtig ranzig schmeckt. Aber ist halt drin Ingwer, Kurkuma, Schwarzpfefferextrakt und noch andere Sachen. Also so healthy food. Die haben wir von Koro, da könnt ihr mit dem Code AM auf jeden Fall 5%, also den maximalen Rabatt, abstauben. Können wir sehr empfehlen. Wir haben die das erste Mal genommen, an dem Tag danach hast du direkt deine Periode bekommen. Daran wird nicht gelegen haben, aber vielleicht hat es bei mir ein bisschen mit zu beigetragen, weil wir haben es dann doch jetzt schon 1 Monat genommen, täglich. Und ist auf jeden Fall ganz gut. Dann hatten wir Omega-3 auch erhöht. Statt einer Kapsel haben wir dann 2 Kapseln genommen, was jetzt auch nicht ultra viel ist. Viele nehmen 5 Kapseln oder so. Ja, aber gut. Ja, ich sag mal, es steht drauf, 1 Kapsel, aber oft dürfen die Hersteller ja auch nicht mehr draufschreiben, als man eigentlich benötigt. Ja. Genau, und sonst haben wir eigentlich gar nichts großartig geändert. Ich würde sagen, wenn, dann sind wir eher einen Schritt zurückgegangen, was Stress angeht. Also wir hatten davor uns mal immer abends Zeit genommen, Buch gelesen. Wir haben seit 1 Monat dieses Buch nicht weitergelesen, da wir einfach keine Zeit dafür gefunden haben. Leute, wir werden es auf jeden Fall noch lesen, das steht fest. Aber wir haben uns die Zeit dazu nicht genommen. Wir haben uns sehr viel Stress gemacht und hatten eigentlich wirklich wenige Self-Care-Momente. Also man muss sagen, wir waren zwischenzeitlich vor 2 oder 3 Wochen waren wir so 1 Woche, 1,5 Wochen krank. Da hatten wir auch dann trainingsfrei sozusagen. Klar, der Körper war jetzt nicht unbedingt erholt, entspannter, aber doch wahrscheinlich entspannter, als wenn, weiß nicht, es war wie so eine Trainingspause 1,5 Wochen, weil wenn man krank ist, dann sollte man natürlich nicht trainieren. Ja, das haben wir auch dazu gelernt, dass, also, dass man, wenn man krank ist, wirklich nicht trainiert, weil, als ich damals Corona habe, Leute, ich habe trainiert, weil mir ging es gut, also mir ging es wirklich sehr gut, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Corona hatte, aber ich dachte so, okay, trainiere ich halt. Ja, auf jeden Fall. Es war Home-Training, also übrigens, also weil ja, Fitnessstudios hatten zu. Also. Ich war nicht im Fitnessstudio, wir haben zu Hause trainiert. Auf jeden Fall, genau, das ist ein bisschen kürzer gefallen. Aber man muss sagen, wir hatten in den letzten Wochen, weil wir auch ab und zu mal unterwegs waren, da ein Event, da waren wir ein bisschen verschiedener trainieren, in verschiedenen Fitnessstudios, aber auch
unregelmäßiger, nie so richtig drin, immer nur so Einstiegstraining, dann waren wir krank, dann wieder Einstiegstraining. Und darin kann es vielleicht auch gelegen haben, dass Training ein bisschen leichter war. Beziehungsweise Und was unregelmäßiger. Ist ja so das, was in der Zeit passiert ist. Also wenn, dann sind wir sogar eher einen Schritt zurückgegangen. Ja. Aber ich muss und sagen, ich hatte schon vor einer Woche so ein bisschen ziehen. Und heute habe ich gemerkt, okay, so ein bisschen Brustschmerzen und so. Und dann kam es halt auch, habe ich so ein leichtes Ziehen gemerkt. Da habe ich mir gedacht, okay, du bildest dir bestimmt nur ein. Und dann bin ich halt mal auf Toilette gegangen. Und dann, ja. was wir jetzt ändern, also wir ändern an sich nichts. Was wir jetzt ändern, ist, dass wir jetzt versuchen, ein bisschen mehr intuitiv zu essen, also einfach auf unser Hungergefühl hören und nicht irgendwie zwanghaft mehr, was auch immer, zu essen. Also, so wie wir Hunger haben. Wir hatten ja davor immer 3000 Kalorien einfach gegessen. Wir haben nicht getrackt, aber vielleicht überschlagen und so ein bisschen geschätzt. Aber jetzt schätzen wir einfach nicht, überschlagen nicht, sondern sagen einfach, okay. Wäre es einfach so, wie wir, so intuitiv, wenn es mal mehr ist, ist es mehr, wenn es weniger ist, ist es weniger. Und so ist man wahrscheinlich auf Erhalt, wenn man auf sein Hungergefühl hört, weil man sollte, oder der Körper, ich sag mal, hat ja eigentlich nur Hunger, wenn er im Defizit ist. Und wenn du so viel isst, wie du Hunger hast, dann solltest du eigentlich dein Gewicht erhalten. Also unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir jetzt die nächsten Monate regelmäßig unsere Periode bekommen, weil ja, das ist einfach ein Weg der Besserung, weil wir. Ah, ich wollte mich eigentlich nochmal wiegen. Also ich blende euch jetzt mal hier mein Gewicht ein, wie viel ich heute, nee, morgen, also sozusagen, ich bin jetzt, ist jetzt heute Abend, wenn ihr das Video seht, also an einem Donnerstag früh wiege ich mich. Und dann wollte ich mal gucken, wie viel ich zugenommen habe. Wir haben uns nämlich gar nicht gewogen. Und ich wollte mal gucken, wie viel ich tatsächlich zugenommen habe, bis ich meine Periode bekommen habe. Denn das interessiert euch auch mega. Und die Zahl triggert mich nicht, weil ich sehe meine Form und denke mir so, okay, wenn es 80 ist, Digga, dann Respekt, dass du mit 80 so aussiehst. Deswegen erhoffe ich mir eigentlich eher eine höhere Zahl. Aber ich denke mal, es wird so um die 76, 77 rum sein. Ja, und wir wiegen uns jetzt, also, oder Anna bewegt sich jetzt auch nur in einem Tag und dann auch Ja. wieder nicht, weil, aber nur um zu wissen, okay, da ist unser Körper Ja. gesund oder da ist es möglich Ja. und Obwohl ja. man wahrscheinlich an der Zahl wahrscheinlich noch 1 Kilo bis 1,5 Kilo abziehen kann, Weil da Periode ist gleich Gewicht. Steigung. So, war Also, bei mir auch so das war, 1,3 Kilo mehr. Also, es ist völlig triggert normal, euch nicht deswegen so. genau, es ist völlig normal, wenn ihr auch Periode habt und das Gewicht steigt, denn das ist komplett natürlich vom Körper, dass das so ist. Deswegen. Also kannst du dich auch nochmal nach deiner Periode Ja, ich werde mich mal einmal nach wiegen. meiner Periode wiegen und das werden wir dann einfach in unsere Insta-Story teilen. Also folgt uns auf jeden Fall. Genau. Das ist der Stand der Dinge. Und ja, wir können es ja auch nochmal auf YouTube sagen. Wir sind bei der FIBO mit dabei. Das ist am, ich weiß gar nicht, 14. und 15. Ich April. glaube Auf jeden 15. Fall am Samstag und Sonntag sind wir dabei. Wir sind beim Neosub-Stand. Also, wenn ihr da seid, dann würden wir uns freuen, wenn ihr kommt. Es wird bestimmt sehr geil. Wir freuen uns mega drauf und wir sind einfach happy. Die Tage sind besser, die Stimmungsschwankungen sind weniger, die Haut wird unreiner. Gut, das ist nicht gut, aber trotzdem wird die Haut unreiner. Ja. Also, Let's see, Leute. das ist der Update Das heißt, und Leute, wenn ihr auch. Ich sehe gerade übelst gleich aus. Das heißt, Leute, wenn ihr auch Periodenverlust habt, dann bleibt dran. Jeder kann es schaffen. Guck mal, wenn wir schaffen, wir haben keinen Sport. Keine Sportpause gemacht und haben es trotzdem geschafft. Also Leute, klar, jeder ist individuell. Also vielleicht braucht jemand Sportpause. Deswegen Leute, also gut, wir haben immer mal 2 Wochen Pause gemacht. Nein, ist egal. Auf jeden Fall Leute, zweimal in den 3 Jahren. dreimal, glaube ich. Ja, in den 3 Jahren ist das nichts. Naja, Naja. auf jeden Fall Leute, ciao.